Was geht ab YouTube und herzlich willkommen Musti am Start, Freunde. Heute machen wir eine Reaction auf Levi, Freunde. Das Format kommt bei euch mega, mega geil an. Und wenn ihr noch Videos habt, Freunde, Montagen habt, wo ich drauf reagieren soll, schreibt sie mir auf Instagram, Freunde. Einfach unten in die Beschreibung schauen, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, let's go. Fortnite Montage, Barbie. 2 Minuten geht das Ding, Freunde. Auch wenn die Videos jetzt keine 10 Minuten werden, ist es nicht schlimm, Freunde. Ich habe auf jeden Fall vor, immer auf euch zu reagieren, als wie 2, 3 Leute in einem Video, damit halt ich meinen Senf 100% an euch rüberhaue. Ihr wisst schon, was ich meine, Freunde. Deswegen, wenn ihr noch Videos habt, sendet sie mir einfach auf Instagram, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, let's go, das Ding. Fortnite Montage Barbie. Levi hat das Ding sogar selber geschnitten. Oder das mit den Welten sieht einfach aus, so aus, als wäre das irgendwie, keine Ahnung, Handy oder so. Aber was ich mich gerade wirklich frage, ist, der hat unten so eine Leiste. Ich weiß nicht, hey, wie hat der diese, so eine Aufnahme hinbekommen? So, dass man unten die Leiste noch sehen kann. Komisch. Also die Headshots, die schmecken, Digga. Uff, dieser 203er war ja mal richtig köstlich, Levi. Ach und Freunde, wenn ihr mir Reactions von euch schickt, wenn ihr mir Montagen von euch sendet, dann achtet bitte darauf, dass das keine Copyright-Lieder sind, ja? Damit ich da auch irgendwie kein Strike oder Copyright-Verletzung oder Datenschutzverletzung oder sonst was bekomme, würde mich sehr, sehr freuen, weil das letzte Reaction-Video war auf jeden Fall Copyright und da habe ich auf jeden Fall so eine kleine Abmahnung bekommen und ich will das auf jeden Fall auch nicht irgendwie aufs Spiel setzen oder sonst was. Dass ihr da ein bisschen mehr drauf aufpasst, Freunde, würde mich sehr, sehr freuen auf jeden Fall. Ey, dafür, dass er das selber Dingens editiert hat, ne? Bearbeitet hat, ist es eigentlich ganz gar nicht mal so schlecht, ja? Also er hat es wirklich gut gemacht, Digga, finde ich. Hey Bruder, was war das für ein Gegner, Levi? Willst du mich verarschen, Bruder? Guckt euch mal diesen Gegner an. Der spielt ja noch nicht mal, Digga. Aber ich glaube, da wollte der uns einfach nur zeigen oder mir zeigen, Bro, guck mal, wie krass ich editiere und so. Du kleiner Schlingel. Also im Großen und Ganzen ist das auf jeden Fall wirklich anschaulich, kann man sich geben. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, irgendwie suche ich dieses gewisse Oha-Tschüss-Effekt. Ich will dieses, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, Freunde. Dieses, wenn jetzt was passiert, dass ich hier vom Hocker fliege und mir denke so, what the fuck, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Weil das ist irgendwie immer eintönig. Editieren, bisschen creative, bisschen Boxfight. Du hättest ein bisschen mehr public machen können, Bro. Levi. Kritik müsst ihr auf jeden Fall auch entgegennehmen, Freunde, ohne irgendwie sauer zu sein. Und ganz ehrlich, Bro, du hattest nicht mal Gegner, Levi, Digga. Du musst gegen mich so Clips machen, Digga. Dann kassierst du auch ein paar Mal. Aber er ist wirklich ein guter Spieler, Freunde. Ich weiß es ja auf jeden Fall auch. Boah, der war wirklich mega wild, Digga. Jetzt Retalk. Der war echt geil, Digga. Sah so clean aus. Schaut mal jetzt. Zack, wieder zu, zack, wieder auf. Der war wirklich Baba, Digga. Oh, er wollte ihn zumachen. Boxen. Boah, der war gut. Was? Niemals! Bro, hat jetzt ernsthaft mein Creator-Code da angepinnt? Oh mein Gott, Bruder, was bist du für ein Ehre, Mann, Digi.
Er hat einfach mein Creator-Code hier hinten bei sich im Video reingemacht. Bro, hättest du nicht machen müssen, aber ich danke dir wirklich vom Herzen, Brudi. Vielen lieben Dank, so eine Ehre, Mann, Digga. What the fuck, Bro. So, meine Lieben, das war's mit der Reaction. Ich habe überhaupt keine Kritik, Freunde. Meine Kritik werde ich in Zukunft immer im Video selber geben, so dass ich zum Schluss nur noch euch Feedback gebe, was noch passieren wird auf diesem Kanal oder beziehungsweise wie ihr mir noch Videos senden könnt. Levi, checkt ihn auf jeden Fall aus, Freunde. Er hat 23 Abos. Gönnt ihm auf jeden Fall mal die 50 Abos. Das ist auch sehr, sehr wichtig, Freunde, was ich wirklich... was mir auffällt, viele wollen von mir irgendwie Werbung, Push, Raid, aber gehen selber mal nicht auf andere Leute, deren Kanal und gönnen denen mal diese Raid oder Push. Deswegen, Freunde, geht auch mal rüber, gebt auch den Leuten, damit der liebe Herr das seht, ja, sehen kann und ihr auch mal was zurückbekommt, ganz, ganz wichtig. Geht auf seinem Kanal, Freunde, macht die 50 Abos voll und ansonsten würde ich sagen, Freunde, falls ihr noch welche Videos habt, also falls ihr auch noch Videos habt, Freunde, her damit, einfach mir auf Insta schicken, ymustafa28. Wir sehen uns in dem nächsten Reaction-Video oder bei einem nächsten Livestream wieder, Freunde. Kuss geht raus. Denkt daran, morgen 20 Euro Duo-Turnier, Freunde, mit Sami Games. Ganz, ganz wichtig, morgen am Start seid. Kuss geht raus, Freunde. Macht Levi die 50 voll. Like das Video, kommentiert. Haut rein, Freunde.